Hallo liebe Fortuna-Freunde, am Samstag ist es soweit, das zweite Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern und jetzt soll der erste Heimsieg in dieser Saison her. Das war die Mannschaft, die in Bielefeld gewonnen hat, aber wir wissen ja, Friedhelm Funkel bringt nicht zweimal in Folge dieselbe Mannschaft. Ja, also Anderson Lokoki, der wird wohl rauswandern, Lukas Schmitz kommt definitiv wieder rein, da können wir uns schon mal drauf einigen. Im Mittelfeld, glaube ich, ändert sich auch was. Ich glaube, dass Florian Neuhaus wieder auf die Bank geht und Adam Bocek zurückkehrt. Was hast du dazu, Thomas? Kann sein, wäre nicht meine Wunschformation, aber danach geht es nicht unbedingt. Denn ich würde Neuhaus bringen, der ist offensiver, der ist schneller, der sorgt für mehr Gefahr. Kann mir aber auch vorstellen, dass Friedhelm Funkel den erst auf der Bank lässt und dann ihn in der Pause oder nach der Pause bringt, um dann den Druck zu erhöhen. Vorne wird sich definitiv was ändern, oder? Also Emir Kujovic, den sehen wir auf der Bank. Havard Nielsen kann womöglich noch nicht helfen, nach einem Muskelfaserriss im Hüftbeuger, aber... Ja. Ruven Hennings ist wieder dabei, der zweifache Torschütze von Bielefeld, der die Fortuna in die zweite Pokalrunde geschossen hat. Egal wie... Samstag muss ein Sieg her, damit Fortuna oben dran bleibt. Also ist das unsere Elf für Lautern? So ist es.